Astro-Rebellin, Astro-Rebell, willkommen zu deinem Kanal der Astrologie. Ich bin Emanuel von Zenstern, dein astrologischer Lebensberater in Berlin. Bevor ich mit der Prognose anfange, möchte ich dich darauf hinweisen, falls du es noch nicht getan hast, diesen Kanal bitte zu abonnieren, sodass du in der Zukunft keine Beiträge von mir verpassen kannst. Ich möchte betonen, dass es sich hier um allgemeine Prognosen handelt und dementsprechend kann man nicht erwarten, dass alle Aussagen für alle Menschen zutreffen. Widder, du startest August 2023 mit einem Vollmond im Sternzeichen Wassermann. Am Anfang August wirst du dich stärker mit deinen Freunden, deiner Gemeinschaft und deinem sozialen Umfeld verbinden. Du könntest das Bedürfnis verspüren, dich für gemeinsame Ziele und Visionen einzusetzen, die eine positive Veränderung in der Gesellschaft bewirken. Eine wichtige Veränderung im Bereich der Finanzen lässt sich nicht in diesem Monat meiden. Am 2. hast du Mars Trigon Jupiter. Nimm dir die Zeit für Entspannung und Selbstfürsorge, um ein gesundes Gleichgewicht zwischen deiner Arbeit und deinem persönlichen Wohlbefinden zu haben. Nutze die Energie dieses Trigons, um deine beruflichen Ziele zu verfolgen, um deine Gesundheit zu stärken. Zwischen dem 3. und dem 8. Monatstag hast du Merkur Opposition Saturn. Achte an diesen Tagen darauf, dass du dir genug Zeit für Selbstfürsorge, aber auch für spirituelle Praktiken nimmst, wie zum Beispiel Yoga oder Meditation, um dich mit deiner inneren Weisheit und Intuition auch mit deinem Körper zu verbinden. Dies ist wichtig, weil diese Tage etwas stressig oder frustrierend sein können. Dementsprechend ist Körperbewusstsein extrem wichtig in dieser Zeit. Deine Geduld, persönliche Stärke oder Fähigkeiten können auf die Probe gestellt werden. Am 9. hast du Venus Quadrat Uranus. Es ist wichtig, dass du dich in dieser Zeit flexibel und anpassungsfähig zeigst und dich nicht zu sehr an materiellen Dingen oder bestimmten Vorstellungen von Liebe und Wertschätzung festhältst. Große Geldausgaben sowie unerwarteten Ereignissen in Verbindung mit Urlaub, Bildung und Kindern sind nicht auszuschließen. Zwischen dem 10. und dem 15. hast du Merkur Trigon Jupiter. Du könntest dich dazu inspiriert fühlen, neue Fähigkeiten zu erlernen oder deine bestehenden Fähigkeiten zu verbessern. Das machst du, weil du deine beruflichen Aussichten erweitern und deine finanzielle Stabilität festigen möchtest. Du wirst große Schritte machen und schnell bei einer Sache vorankommen. Danach am 6. August hast du einen Neumond im Sternzeichen Löwe. Du könntest das Bedürfnis haben, im Rampenlicht zu stehen und deine einzigartige Persönlichkeit zu zeigen. Kreative Unternehmungen sowie die erfolgreiche Umsetzung von persönlichen Vorhaben stehen unter guten Sternen. Diese Zeit kann dein Selbstbewusstsein stärken. Arbeit mit Kindern ist begünstigt. Zwischen dem 17. und dem 22. hast du Mars-Opposition Neptun. Sei geduldig mit dir selbst und akzeptiere, dass nicht alles immer klar und einfach sein wird. Nimm dir Zeit, um deine Ziele zu definieren und deine Motivationen zu verstehen, damit du eine klare Richtung findest. Diese Zeit kann frustrierend sein. Am 23. hast du Merkur rückläufig im Jungfrau. Bis 15. September kann eine Herausforderung für dich sein, dich nicht zu sehr in unnötige Details zu verlieren und dich von Sorgen und Ängsten überwältigen zu lassen. Bleibe bitte fokussiert und nutze die rückläufige Merkur-Energie, um dein Arbeitsumfeld zu verbessern und mögliche Probleme zu lösen. Alte gesundheitliche Beschwerden können wieder auftauchen. Und dann zum Schluss am 24. und bis 31. August hast du Sonne-Opposition Saturn. Du bist motiviert, deine Aufgaben gründlich und effizient zu erledigen und strebst nach klaren Zielen. Dennoch wird am Monatsende nicht alles reibungslos schnell verlaufen. Geduld und eine bessere Einteilung von Zeit und Ressourcen ist empfehlenswert.
Diese sind allgemeine Aussagen, das musst du immer im Hinterkopf haben. Das heißt, man kann nicht erwarten, dass alle diese Aussagen bei allen Menschen zutreffen. Nur wenn man eine individuelle Beratung hat oder bekommt, dann kann man genau wissen, was auf einem in der Zukunft zukommen wird. In diesem Sinne bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir einen glücklichen August 2023.